So, ihr lieben Backfreunde, wir sind richtig in der Backstimmung. Wir sind richtig süchtig auf das Backen. Und wir haben Ihnen ja im Video schon diese Kuppeltorte gezeigt. Da haben wir schon die Hälfte gegessen. Die war so gut. Und ich habe Ihnen ja erklärt, wir haben zu dem Zeitpunkt in dem Ring 27 cm zweimal einen 6-Eier-Biskuit gebacken. Natürlich brauchen wir hier nicht zweimal einen 6-Eier-Biskuit. Wir haben den gebacken und haben uns weiße Scheiben abgeschnitten und dunkle. Dann blieb natürlich die Hälfte übrig und da haben wir jetzt diese Torte eingesetzt. Die haben wir mit Amaretto, Marzipan und Sahne gemacht. Das Rezept bekommen Sie. Und ich habe sie jetzt schon gestrichen, das haben Sie ja schon mal gesehen. Wir haben sie grundiert und jetzt gehen wir her. Grundieren ist immer wichtig. Und wenn sie grundiert ist, dann kann man mit Sahne wieder etwas dicker drüber. Wir machen nur noch kleine Schritte und das streichen wir jetzt am Rand hier so auf. Wie schon des Öfteren gezeigt, Sie brauchen diese Spachtel, die Drehplatte, ganz, ganz wichtig. Und Sie nehmen immer schöne, gute, weiche Sahne. Sie setzen zum Dreieck an, drehen das Ganze und schon haben Sie Ihren Rand fertig. Das Tortenbacken macht Ihnen ganz viel Spaß, wenn Sie diese Arbeitsgänge sehen. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist noch zu viel drauf, einfach wieder drauf gehen, drehen, aber nicht drücken, sondern einfach nur ziehen. Die Unterlagen haben jetzt den Vorteil, dass Sie immer Ihre Torte schon auf der Platte sitzen haben. Das heißt, Sie müssen nichts mehr umsetzen und Sie können das so wunderschön sauber machen mit Ihrer Spachtel. Und jetzt geht's daher. Nehmt euren Garnierkamm. Nicht drücken, ansetzen zum Dreieck, die Platte drehen und schon haben Sie wieder den Rand fertig. Sie werden backen wie ein Weltmeister. Und jetzt gehen wir her, nehmen wieder unsere Palette, unsere kleine, setzen hier an und ziehen zur Mitte weg. Und wichtig ist immer, dass Sie das abstreifen, nicht drauf lassen. Immer abstreifen, ansetzen und wegziehen. Mit unserem Tortenteiler teilen wir die Torte jetzt in 16 Stückchen und wieder nicht drücken, sondern nur auflegen, ein bisschen kreisen, dann ist das Ganze markiert und schon ist sie eingeteilt. Es gibt nichts Schlimmeres wie eine uneingeteilte Torte. Jetzt haben wir hier in unserem Spritzbeutel schon einen Teil von der Sahne weggenommen und jetzt haben wir unter diese Sahne ein bisschen was von unserer Schokosahne. Eine kleine Lochtülle ist hier drin und jetzt gehen Sie her, setzen hier an und dann spritzen wir immer eins, links, eins, rechts und schon entsteht ein schöner Zopf. Das schaut so schwierig aus, das ist ganz einfach. Sie achten darauf, dass der Spritzbeutel richtig breit gefüllt ist, da darf keine Luft drin sein. Die Spritztülle ganz fest in die Verstärkung drücken und hier habe ich eine Hand zum Drücken und einen Finger zum Führen. Man geht immer von einem Punkt aus. Man setzt einen Punkt, zieht ab, Punkt, ab, Punkt, ab. Und so entsteht ein wunderbares Zopfmuster. Es geht ganz schnell, aber Sie fangen mal ganz langsam an. Wichtig ist, dass der Druck stimmt. Wenn Sie keinen Druck auf den Spritzbeutel haben, haben Sie das Problem, dass das nicht exakt wird. Also immer schön drücken und immer schön nach hinten abziehen. Wir haben jetzt das Ganze gespritzt und schaut, unten am Rand haben wir es mit der gleichen Tülle gespritzt. Und jetzt sehen Sie schon, die Torte wird wunderbar, wenn Sie die auf einer großen Platte haben. Also immer darauf achten, dass wirklich außerhalb noch ein schöner Platz ist. Jetzt gibt es ja viele, viele von unseren Damen, die sich auch schon solche Schmetterlinge gekauft haben. Das sind ja ein Set, zwei Stück, aber es sind vier Schmetterlinge in unterschiedlichen Größen. Und jetzt kommt wieder die Schmetterlingzeit und Sie sollten die Teile regelmäßig einsetzen, nicht nur zum Ausstechen von Hefeteig oder Mürbteig oder Biskuit für Törtchen, sondern man kann mit denen wunderbar markieren. Das heißt, wir gehen jetzt her, nehmen diesen Schmetterling und setzen den mal hier an und drücken den ein bisschen in die Torte. Und jetzt können wir hergehen und können den nachspritzen. Wir können auch noch ein kleineres Modell hernehmen, das setzen wir jetzt hier an, so. Und wenn wir wollen, dann nehmen wir auch noch diesen, den drehen wir um, dann ist es wieder ein kleinerer und drücken das auch rein. Und jetzt können wir das Ganze nachspritzen und schön verzieren. Wir haben auch schon
Ihnen mit dem Filigran was gezeigt. Schaut's, das haben wir auch gebacken. Man kann es auch wunderschön ausstechen, wenn man will. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten bei Lumara. Und ich glaube, Sie werden sehr kreativ. Je mehr Sie damit arbeiten, je mehr Sie sehen, umso kreativer werden Sie, umso mehr Spaß macht es Ihnen. Wir haben jetzt mit der kleinen Lochtülle das Ganze nachgespritzt, nicht so fest drücken und dann einfach kleine Punkte nachspritzen. Und jetzt lassen wir uns auch noch ein bisschen eine Verzierung dazu einfallen. Schaut, ich habe jetzt mit der Simone diesen Schmetterling oder diese drei Schmetterlinge gelegt. Und wenn man die richtigen Zutaten zu Hause hat, geht es ganz einfach. Und diese einfachen, simplen Werkzeuge. Wir haben jetzt hier von Eiko das Schokofondue genommen. Das gibt es ja in Zartbitter, in Weiß und in Vollmilch. Und haben einfach den Schmetterling exakt nachgelegt. Und schon haben Sie eine wunderschöne Tortenverzierung. Und Ihre Schmetterlinge waren wieder in Betrieb. Und schaut mal, wie toll das ausschaut, Ihr Rand, wenn Sie eine schöne Sahne haben und mit dem Garnierkamm einfach durchgehen. Wichtig ist einfach, dass Sie die Drehplatte haben. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser sommerlichen Torte. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle, macht es gut.